sind wir, die 10 vom Lande bringen dir die schönste Zeit. Die Traktoren stehen bereit, nun pass gut auf, die Zeit nimmt ihren Lauf. Tanz it still, pflügen das Feld mit viel Gefühl. Tanz it still, mit viel Gefühl. Tanz it still, tanz it still, mit viel Gefühl. Herzlich willkommen zurück. Wie erkennt man, ob die Webcam läuft? Man piekst einfach mit dem Finger drauf. Ja, time is still. Immer noch mit den alten Leuten vom letzten Mal. Unten in der Beschreibung stehen die alle drin. Wir sind letztes Mal stehen geblieben. Ich wollte nämlich vom Leitwolf bzw. vom Wolfsrudel-LP oder Mare eigentlich wissen, ob man Schweine auch nach dem muslimischen Glauben hinrichtet, erschlachtet, meine ich. Schächte im Sinne, ne? Schächten, ja, weil in dem Europas modernsten Schlachthof, das haben die bei Phoenix ganz oft gesagt, in Europas modernsten Schlachthof kriegst einen Mann den Schwein. In Europas modernsten Schlachthof ist die Schlachtung Richtung Mekka ausgerichtet. Nein, also, hört sich echt gut an. Ja, ja. Also die haben ganz oft erwähnt, das ist Europas größte. Ja, das ist eh wieder so wie so ein, wo sie sich aufgeilen können. Ja. Geil, wir haben den größten, Ja, ne? So ungefähr. Und den Elektriker. Aber nur der Elektriker, der hat einen kurzen. Genau. Ja. Hey, wo ist denn das Hofkasino? Aber schon ganz gut. Am Hof ist es. Nee. Ja, der Hof ist aber nicht. Die Hitze macht uns anzuschaffen. Ja, wo ist denn das Silo? Fail, Tim? BGA am 74. Wie, BGA? Wir fahren zu BGA? Feld 70. Ah, da unten. Okay, haben gedacht, wir fahren am Hof. Alter, steht. Ich dachte, wir haben am Hof irgendwie einen Entladung. Ja, glaubt. Also Feld 70 ist ja da, oder? Ist ja... nicht direkt am Hof. Was? Ich bin jetzt ach, am da Hof. Unten. Ja, es ist ein kleines Stück zu fahren. Ah, Häckselgut kann man durch. Da kann man also da, wo die Silos sind, da habe ich abgetankt. Ja, aber es gibt am Hof, gibt's auch einen... Gibt's auch einen lass dich zurückfallen, sonst... Wo ist denn jetzt, am Hof oder halt. BGA? Wo habt ihr jetzt hingefahren? Hof oder BGA? BGA wäre noch besser, oder? Ja. BGA wäre noch besser, ja, stimmt. Also da, wo die 4 Keilsilos sind, ne? Das ist die BGA. Ja. Gut, dann passt das. Genau. Ich steh auch drauf, drüber. Mhm. Nee, also das ist genau. Habt ihr. Achso, gestern habe ich was Interessantes gesehen. Und zwar das angeblich beste Fleisch oder beste Rindfleisch der Welt. Und zwar soll das von einer alten fetten Kuh ist das. Ja, es ist halt keine schlechte. Wieso wird es immer ein Stückchen rausgeschnitten und dann wieder. Nein, es ist kein schlechter Witz, nein, um Gottes Willen. Nein, es gibt in Spanien gibt es einen Metzger, der kauft sich die ganzen alten Milchkühe zum Beispiel ein. Also die mindestens so 12, 13 Jahre voll, alt sind. Also als er Fetischist. Ja. Die richtig schön viel rausgefressen haben. Zweiten Abfahrer. Ja, ja, dann fahr los. Tim ist hinter dir. Ja, wenn das klappt. Ja. Klappt das? Ja, läuft. Sehr schön. Bist du noch voll? Nein, also dieses Rind, also es müssen halt wirklich auch alte Milchkühe sein, beziehungsweise alte Tiere, die kauft er in ganz Europa. Mhm. Und dann ist es halt so, dass die, warte mal. Alter, warum welche ist. Ja, Stony, wir sind in der Aufnahme. Und zwar ist es halt so, dass die Tiere geschlachtet werden und die haben halt einen super hohen Fettgehalt, also sind halt super fettig ist das Fleisch. Und halt super, super gereift halt eben auch eben im Laufe der Zeit. Und das soll halt richtig, richtig gut schmecken. Okay. Ja, Flo steht halt auf Reife. immer wenn ich viel zu frei, weil er gerade macht, dann bekomme ich nur von ihm zu hören, er guckt gerade Granny Porns, weißt du. Also für G-Milf. Was G-Milf? G-Milf, kennst du nicht G-Milf? Nein, ich kenn G-Mods. Aber die aus dem Alters haben, die sich nicht mehr wehren können, weißt du. Oh, Synchronie. An die BGA muss es fahren, Bootsmann. Oder auf den Hof. Na, ihr kennt doch eine Milf, kennt ihr doch, ne? Ist okay. Ja, aber ja. Keine G-Milf. Das ist eine Granny. Ach, eine Grandma! GM, ja. Ne? Ah, okay. GM, so, ja. Gut. Nicht Germany's Next Topmodel? Heißt irgendwie GMTM, oder? Grandma's Next Top.
Das wäre doch mal was. Germany's Next MILF. Ja, Mann. Oh Mann, ey. Ja, aber Flo, weißt du, er steht halt nicht auf normale G-MILF-Porns. Er guckt sich hier aus dem Altersheim an. Ey, Jungs, nicht mehr wärmt, meine Zuschauer sind irgendwie 12 oder so. Ja, ja, die feiern das bestimmt genauso. Ey, komm, den kannst du auch nichts mehr vormachen, ja. Wenn man über die Straße geht und schaut, wie sich heute die 12-Jährigen unterhalten, ja, ey, das ist, bitte nicht. Ja. Das ist schon krass, ja. Naja, wir müssen trotzdem ein bisschen das Niveau wieder nach oben heben. Wir sind nämlich von Augenstecher. Alter, wie lange synchronisiert das Scheißding eigentlich? Ja. Das ist ja Katastrophe. Also wir sind von Augenstechern zum kurzen G-MILF gelandet. Ich weiß auch nicht, wie wir das... jetzt mal wieder über. Ich wollte irgendwas sagen, zu den, dass wir halt auch Schafe haben. Ah. 10 oder so, 10 bis 15. Und die haben Namen. Noch keine Lämmer. Nein! Schade. Die heißen 1, 2, 3. Bis 15. Ja. Okay. Nee, also die haben keinen Namen. Ein paar Jüngere, jetzt sind es wieder ein Haufen Junge, die dieses Jahr geboren wurden. Wie gesagt, ab und zu, damit der Zeit wird halt immer eins geschlachtet von unserem Hofmetzger und ja, das Fleisch bekommen halt wieder. Und ab und zu auch mal ein Schwein, das für uns wir dann benutzen. Also benutzen. Wir nehmen das Fleisch, also wir kaufen das dann quasi. Ja. Beziehungsweise wir. Ballen im Metzger wieder, dass unser Schwein schlachtet. Ja. Okay. Kostet uns lediglich die Anschaffungskosten und dann hast du wieder. Stopp! Ja. Pause, okay. Brotzeit! Ja, die Abfahrer haben irgendwie. Wo ist der VW mit den Leberkästen? Warte. Ah, ja, Leberwurst. Leberkäse. Oh. Leberkäse wird auch aus Schwein gemacht, ne? Das ist jetzt eine gute Frage, aber ich glaube ja. Okay. Ich denke, vielleicht habe ich Fleischwurst, ne? Das ist auch Fleischwurst, kann aus Leberkäse, Geflügel. Der Leber, ne? Nee, das ist keine Leber, oder? Das ist eine Leberkäse. Nee. Ist ja drin, es ist ja wie bei der Streichbestimmung mehr gepanscht, ne? Misch. Sag mal, du als Landwirt jetzt, ne? Oh ja. Stimmt es, dass in Salami Gehirn verarbeitet wird? Und Schwachsinn. Okay. So, da bin ich, hallo? Also das brauche ich nicht mal Bauer sein, nee, das ist, nee. Okay. So, das wüsste ich nicht. Es kann vielleicht sein, vielleicht gibt es ein Spezialrezept mit Hirnschmalz, damit man schlauer. Was weiß ich, bist du mir hier mal einen Löffel. Okay, jetzt hört ihr die Leute hier. Ja, ist so, genau. Genau. Ihr könnt hier auch einen Anhänger, oder? Nee, der ja, ist ich auch bin schon in der Aufnahme. Ihr könnt euch ja mal vorstellen, wenn ihr möchtet. Hallo. Hallo. die Beschreibung, also wer wir sind, seht ihr unten in der Beschreibung. So. Ja genau, das hatte ich auch schon gesagt, ich verlinke die Kanäle in der Beschreibung. Top. Ja. Gut, dann hätte ich gesagt, dann war's euch gut. Genau, du holst jetzt einen Nimm den Trecker. Nimm den 3650 und fahr ab. Und einen Jenga, genau, Hänger und abfahren. Jenga! Und abfahren! Nicht, warte mal, die nächste Runde ist rückwärts. Den nächsten größeren kann ich den John Deere nehmen? Nee, doch. Ja, kannst du, nimm den John Deere. Was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist, ne? Mittlerweile hat eigentlich jeder vierte, fünfte, zumindest von meinen Abonnenten, ist auch ein eigener Let's Player. Ja. Ist euch das mal aufgefallen? Wirklich so viele? Naja, vielleicht nicht jeder vierte, fünfte, aber es sind schon extrem viele. Ja, das stimmt allerdings. Aber man muss sagen, die meisten haben den Namen mit LP, machen aber keine Videos. Das sind bei mir die meisten. Wenn ich schaue, wie vielen, okay, das sind wirklich viele, mindestens 2 von 10, die heißen irgendwas mit LP vorne und ungefähr 90% davon haben keine Videos auf dem Kanal oder eins vor einem Jahr oder so. Also dieses LP im Namen drin, das ist schon sehr, sehr weit verbreitet. Ja, wenn du dir anschaust, die meisten größeren Let's Player haben alle kein LP. Also, okay. Das ist bei mir fast schon eine Ausnahme, dass ich bei jetzt 8000 Abonnenten eine LP dahinter stehen habe. Ja. Aber ich wollte es dann einfach behalten, weil nur das Wolfsruhen klingt ein bisschen simpel und mein Gott, dann würde man sofort auf Hangover kommen. Wo ist denn die BGA? Auf Hangover? Ja, okay. Das ist auch das Wolfsruhen, ne? Stimmt. Sich ja das Wolfsruhen. Da haben wir aber den Namen nicht dadurch. Also. Es gibt einen Song, du hörst wahrscheinlich keinen Metal, nehme ich mal an. Ja, geht's. Kennst du Sabaton? Ja, klar. Ja, die haben auch. Wolfpack. Die sind geil. Ja. Ja, die hab ich Backstage gesehen. Wie ist es eine, The Art of War, genau. Ja, aber es gibt da noch einen Song, der heißt irgendwie Wolfpack, glaube ich. Ja, das ist richtig geil. Ja, Wolfpack, ja klar. Aber das handelt von dem Wolfpack, von der U-Boot, weißt du?
Ja, ja. Genau. Leading the convoy into the Hunter's Nest. Ja. Nicht schlecht. Aber wir nehmen ein bisschen mehr Gesangsstücke auf, ne? Ja. Könnte ja was werden. Ah! Übrigens, wir waren ja vorhin dabei zu sprechen über, in der vorletzten Aufnahme haben wir doch über die Interviewqualitäten vom Greenscreen TV gesprochen. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich habe Sabaton, also den, wie heißt der? Peas, also den Steinbrück. Bassisten. Nein, nicht Peas Steinbrück. Nein, den Bassisten. Den habe ich interviewt. Nice. Ja. Ich habe das Interview auch, beziehungsweise ich habe ein Audio-Interview gemacht. Und habe ich bei mir auch noch auf meiner Website drauf. Also ich habe noch ein zweites Mal ein Metal-Magazin gehabt. Ui, Ja, da ist der Audio-Podcast noch drauf. Ich muss sagen, ich habe die Band Backstage getroffen. Und zwar so, wer es kennt, ich denke eher wenige Leute. Summer End Festival in Andernach ist ein Metal-Konzert, Open Air. Okay. Da war Sabaton dabei und zwar hatten Kumpel und ich Hunger und waren schon relativ lang da. Haben uns das geholt und wollten halt relativ abseits stehen, weil ziemlich laut, wir konnten schon fast nichts mehr hören. Und auf einmal kam der Tourbus an von denen. Ja. Er hat direkt neben uns geparkt und sie halt ausgestiegen. Und hat euch überfahren. Sind halt ausgestiegen und haben uns nett mit denen unterhalten. Vor allen Dingen, weißt du, es war schon abgesperrt, nur die haben halt den Zaun aufgemacht, weil die da durch mussten. Und ja, Autogramm und so weiter, es war schon geil, direkt ohne Backstage-Karten ausgestiegen, haben sich direkt mit dir unterhalten, weißt du, ich fand's geil. Ja, die sind auch super nett und entspannt, also die sind echt nett. Und ich habe halt mal gefragt, ob die nicht mal, weil die ja halt viel über den Zweiten Weltkrieg und generell über historische Ereignisse singen, ja. Ob die nicht sich mal irgendwann vorstellen können, ein Album aufzunehmen, was halt so über die... Also mit so futuristischen. Nee, Carbon ist gerade nicht da. Ich glaube, dem geht's nicht gut. Meinst du, übergibt sich gerade? Ja. Wir brauchen mal bitte einen Schlaganfall. Ich bin ruhig. Ja, aber wo ist denn Stoney, der Abfahrer? Der ist weg. Der ist stoned. der ist hardstoned. Also. Ja. Der hat auch irgendwie noch einen Hänger dran gehabt. Keine Ahnung. Aber die schlimmsten Leute zum Interviewen sind die, also tut mir leid, wenn ich sage, falls jemand hier aus Frankreich dabei ist, ist es nicht persönlich gemeint, oder also ein Zuschauer aus Frankreich, aber echt? Die sind echt anstrengend. Also die haben halt so ein gebrochenes Englisch, also mein Englisch ist ja schon, ich würde nicht sagen, nicht so top, nicht so perfekt, aber was die machen, ey, die haben auch gar keinen Bock auf Englisch zu sprechen mit dir. Ja. Also ich muss sagen, bei mir, also ich habe es ganz extrem, lol. Der synchronisiert da kommt jemand rein. Ich muss sagen, bei mir im Transportgewerbe ist es halt so, wenn du nach Frankreich fährst und da irgendein Wort falsch ausspricht, sowas von Problem. Wir standen mal sage und schreibe 12 Stunden, weil die es nicht leiden konnten. Ach, und wir sind dahin, haben die Papiere abgegeben und die haben nichts zu uns gesagt und haben uns 12 Stunden stehen lassen. Weil ja geil war, es war halt auch keiner auf dem Hof oder so. Die Firma hat geschlossen, wieder aufgemacht. Und dann wurden wir erst drangenommen. Dann haben wir mal, jetzt komm mal her, ja. Kannst du dir mal einmal durchgeboostet. Ich fahr zuerst Leitmann, ne? Ja. Jo, danke. Nee, warte mal, fahr mal zuerst zu mir. Warte, du kannst doch abhängen, dann kann der einer schnell switchen, dann können wir beide. Ah ja. Kuppel den zweiten ab, dann hätten wir, glaube ich, das ganz gut im Griff. Wieso? Ich kann. Leute, das sieht so aus. Warte, ich kuppel den gleich an, den zweiten. Ja, ich könnte mich einfach wieder hier so Bukake-Style, weißt du? Ja, komm, von vorne vor. Hä? Ach so. Entschuldigung, warte. Euer Ernst? Was denn? Euer seid das auch. Was? Nix. Okay, ach so, wir können ja eigentlich fast nebeneinander fahren, ne? Vielleicht gleich. Wie lange war ich jetzt weg? Du hast jetzt echt was verpasst, ne? Du hast richtig was verpasst. Wo ist denn? Über Bukake-Partys von Franzosen, schlechtes Englisch sprechen, über Sabaton sprechen. Leute, wir können übrigens fahren, ne? Ja, fahr los. Ey, wo krieg ich denn hier noch Sperren? Na, den Park kann ich nicht hochladen, das war, glaube ich, 5 Minuten weg. Okay. Ja, warte, ich kaufe dir mal ein paar Kipper. Moment. Marken, Mods. Ja, Kipper. Ja, jetzt könntest du abkuppeln. Dann können wir fahren mal noch. Ja, wir können, das haben wir gerade eben auch gemacht, eigentlich einfach voll beladen. Du musst einfach nur vorfahren. Wie lange geht denn der Part eigentlich noch? Der geht jetzt noch 1 Minute. Ah, Minuten? Dann war ich 10 Minuten weg oder so. sonst können wir den Part auch verwerfen, weil wir haben eh alle nicht so viel gemacht hier.
Na klar, also ich fand den ganz interessant, aber war auf jeden Fall lustig. Also ich werde warte kurz, Flo kommt nicht hinterher. Ich fand den Inhalt schon ganz geil. Ja, das stimmt, dann haben wir trotzdem hoch. Okay. Der war zu wertvoll. Flo. Die Maschinen stehen auf dem Hof. Okay, dann mache ich Mithörpart, scheißegal. Da können wir so, so ein Logo drauf machen. Wertvolles Prädikat wertvoll oder so, ne? Ja, fantastisch. Ich habe mal Mod-Vorstellung gemacht, also ich habe ja eine lange, also ich mache ja auch ab und zu mal so eine Mod-Vorstellung, so eine kleinere. Und da habe ich dann halt als Bewertung eingefügt, zu 90% fantastisch als Beispiel. Okay. Weil ich halt immer aus Versehen die ganze Zeit in irgendeiner Aufnahme, habe ich mir ganz oft fantastisch gesagt. Wo kommt da eigentlich das sagt Martin aus Österreich auch öfter, immer fantastisch. L'Oreal. Manche haben einfach solche... Die kommen an die BGA. Ich sage immer super 70. Extrem gut. Super ist es. Ja, Mai. Da legst du sie nieder. Sag mal, Wolfsrudel, kennst du Bad Reichenhall? Klar. Kennst du das? Ich war mal bei der Bundeswehr, war ich mal da. Okay. Achso, ja, wieder. Kennst du Bad Füssing? Bad Füssing? Mhm, auch sehr bekannt. Ja. Wie gesagt, auch bei mir um die Ecke, keine 5 Kilometer. Okay. Kabel, wenn du so kennst. Bad Füssing reden wir nächstes Mal drüber. Ja. Wir sind nicht am Ende des Parts angelangt, Kabel war leider nicht da. Macht ja nichts, der ist im nächsten Part wieder mit dabei. Das läuft dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Da unten ist die Beschreibung. Bis bald, Leute.